Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Im letzten Part sind wir nach Halloween Town gegangen. Und in diesem Part werden wir auch weiter mit Halloween Town machen und beenden. Ihr hört, es ist keine zweite Stimme im Hintergrund, ich bin wieder alleine. Und ja, wir gehen einfach weiter. Und gucken uns die Story in der Halloween Town an. Diese Folge ist richtig aktuell aufgenommen. Denn ich nehme die gerade am Montag auf und sie wird am Montag veröffentlicht. Es ist jetzt 11 Uhr, ja, 11 Uhr, kurz nach 11. Und die wird heute Abend um 19 Uhr veröffentlicht, die Folge. Also, ihr könnt quasi sagen, es ist brandaktuell, ganz neu, frisch am Start. Ihr könnt es aber auch lassen. Wir haben gleich wieder ein Level-Up, hey, ich glaub's nicht. Und, ich weiß nicht, ich habe ja jetzt Ferien. Manche wissen das, manche wissen es nicht. Ich war mir überlegen, ob ich wirklich jeden Tag dann aktuell aufnehmen soll. Das kann ich aber noch nicht sagen, ob ich es wirklich so machen werde. Ich habe es eigentlich vor, aber es kommt halt auch immer darauf an, wie ich Zeit dafür habe. Und ihr müsst wissen, ich nehme das jetzt zum zweiten Mal auf, den Anfang hier. Weil ich gerade beim PC gedacht habe, ich lasse irgendwelche Pop-Ups einfach mal erscheinen. Zügig dein PC gehört doch repariert und alles mögliche, und jetzt ist da schon wieder ein Avira-Angebot. Sehr schön. Kartenpunkte steigern. Wir haben 600 Kartenpunkte. Card Points, how you would say it. Mir egal. Und ja. Gotcha. Zu viele Erfahrungspunkte. Ah, das war ja sehr volltreffermäßig. Der ist tot. Und den noch treffen, dann habe ich es geschafft. Für den Kampf auch. Und wir bekommen eine anhaltende Betäubung. Volle Kanne reingelaufen. Stirb. Ich weiß nicht, was du genau für eine Kreatur sein sollst. Aber stirb einfach. Segne das Zeitliche. Genau. Segne das Zeitliche und mach dich auf zum Tode. Ja, tot. noch eine bedösende Dunkelheit. Hau drauf, danke. Ich kann gleich was ankündigen. Wenn ihr den Part heute Abend seht, dann wird es morgen sein, dass ich morgen Mittag wahrscheinlich oder morgen gegen 11 Uhr eventuell den kurzen Livestream mache. Den ersten richtigen Livestream, kommt aber noch darauf an, ob ich erstens wach bin und zweitens, ob ich motiviert dazu bin. Ich hab's vor, ich hab's geplant, aber ob ich es wirklich mache, weiß ich noch nicht. Kommt darauf an, ob ich Zeit dafür aufwenden kann und auch und dafür halt nichts anderes leidet. Weil wenn was anderes darunter leidet, dann ist es blöd. Aua. Hört auf, ich will doch nur meine Erfahrungspunkte. Gib sie mir. Give it to me. Ah. Dann stirbt halt. Stirbt du auch. Tschüss. Danke. Und weiter geht's. Was ich genau streamen werde, um zum Thema zurückzukommen, weiß ich noch nicht. Ich denke, es wird was mit Pokémon zu tun haben, aber ob wirklich, das seht ihr dann morgen, wenn ich streame. Wenn nicht, es kommt demnächst mal ein Informationsvideo raus. Da geht es auch um die Livestreams und das sollte euch vielleicht interessieren, wenn ihr Lust darauf habt. Will ich nämlich was Kleines ankündigen. Was ich im gestrigen Minecraft-Part schon so halbwegs angefangen habe zum Ankündigen. Allerdings habe ich es auch nicht ganz erwähnt, weil ich mir gestern noch nicht sicher war, ob es wirklich so hinhaut. Heute kann ich mit Sicherheit sagen, ja, es wird so hinhauen. Deswegen werde ich vielleicht heute gleich noch oder morgen, vielleicht auch morgen in einem Stream werde ich es erst ankündigen. Ich weiß es noch nicht. Es wird auf jeden Fall ein Informationsvideo kommen auf YouTube. Allerdings kann es auch sein, dass ich es morgen in dem Stream schon ankündige. Also alle, die den Stream sehen, wissen dann Bescheid.
Wer den Stream verpasst hat, kann sie sich ja nochmal angucken. Ich lasse sie ja alle gespeichert auf Twitch. Aber kein Wunder, ja. Keine Angst, wenn es auch das nicht funktionieren sollte. Ich werde dazu noch ein Informationsvideo raushauen. Und wir müssen, glaube ich, gehen mal da lang. Ich muss kurz einen Schluck trinken, tut mir leid. Starke Initiative wollte ich. Die wollte ich, genau. Das ist ein Avira-Angebot zum Dahinschmelzen. 70% auf alles. Aha. Das Gute an diesem Raum der Initiative ist, wenn ich die Gegner treffe, also so im Raum einmal schlage, bevor ich in den Kampf gehe, geh weg, dann haben die schon mal die Hälfte ihrer Leben auf jeden Fall verloren. Das heißt, jetzt, wenn ihr euch die Gegner anguckt, wir haben jetzt eine Analyse, die haben sind schon fast ganz tot. Habe ich gesagt, die verlieren die Hälfte, die verlieren sehr viel von ihren Lebenspunkten. Aber halt nur die, wo am Anfang da sind. Die, wo danach spawnen, nicht. Aber ist trotzdem eigentlich extremst stark, wenn man bedenkt, dass es nur ein einziger Schlag ist, der die Gegner schon eigentlich komplett umbringt. Weil dieser eine Schlag, ihr guckt euch die Gegner an. Tot. Die können nichts mehr machen, jetzt sind alle tot. Wären sie auch sowieso, weil sie die Klinge komplett getötet hätte. Du kriegst auch noch mehr, danke. So, und wir steigern mal unsere Lebenspunkte. Ja, ja, ich mag die Kombos nicht so. Merkt man vielleicht, aber ich habe nicht so viel gute Erfahrung damit, weil man meistens nur Schrott lernt. Anfangs. Take that. Wieso auch immer Take that, sag und nicht Gacha. Ich habe mir das Take that so angewohnt. Aus meiner Kindheit. Da hat es mich mein Bruder immer gesagt. Mein Bruder ist an allem schuld. Ich weiß. Nein, jetzt haben sie volle Lebenspunkte. Aber werden auch so ganz schön tot sein. Gotcha. Jetzt lass mich. Nein, die Erfahrungspunkte sind weg. Ha, Treffer. Voll gegen den Kopf. Low life und nein, jetzt muss tschüss. Tschüss. Zwei sind tot. Kommt noch einer. Tot. Es ist ein bisschen overpowered mit. Ein friedlicher Schatzlevel 0. Stufe 0, keine Ahnung. Stärke 0. Es ist ein bisschen overpowered, der Raum der Initiative und dann noch Klingen dazu, aber trotzdem. Es erleichtert einfach alles und es macht die Kämpfe ein bisschen kürzer. Nachdem ich eh relativ viel kämpfe, ja, ist es vor allem eh gut bei so, weil dann dauern die Kämpfe halt auch nicht 10 Stunden oder so, sondern sind halt auch nach einer halben Stunde schon vorbei. Bedummt's. Also, es kommt eigentlich nur euch zugute, damit es kein 5-Jahres-Let's Play wird. Würde es auch so nicht werden. Das wäre jetzt ein ziemlicher Boss-Rush, aber ich glaube, ich muss da unten hin. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich gehe einfach mal hier lang, weil er gerade so auf dem Weg war und mir nichts gebracht hat. Nein, da oben war's. Ich treffe die Tür nicht. Eine 6. Wisst ihr was? Mach auf. In einer 0 kann man ja, wie ich schon mal gesagt habe, alles öffnen. Ah. Noch ein paar Mogelpunkte. Her damit. Kipp. Danke. Und eine Eismagie. Ah, das ist dann der goldene Kartenraum. Ich habe immer noch keine goldene Karte gefunden. Ja. So, ich brauche jetzt insgesamt 20. Jetzt brauche ich noch eine 2. Da haben wir eine 2. So. Und rein geht's. Damit wir heute auch ein bisschen Story haben. Darf ich euch Dr. Finkelstein vorstellen? Das weltgrößte Genie. Ja, vielleicht bin ich zu clever. Ich fürchte, ich habe etwas Schreckliches erschaffen.
Hö, was denn? Naja, ich hab euch schon mal... Was? Habt ihr euch schon mal Gedanken über wahre Erinnerungen gemacht? Wahre Erinnerungen? Unser Herz sind voller Erinnerungen, aber nicht alle entsprechen der Wahrheit. Das Herz ist kein Aufnahmegerät. Selbst wichtige Erinnerungen wandeln sie mit der Zeit. Sie verzerren sich, schwinden und hinterlassen einen Schatten dessen, woran wir uns gerne erinnern würden. Ist das etwa, was mir gerade passiert? Das passiert jedem. Manche Erinnerungen werden hässlicher, andere umso schöner. Wenn wir unsere wahren Erinnerungen finden würden, wäre die Welt völlig anders. Ich habe einen Trank aus Vergessenheit gebraut, der unsere wahren Erinnerungen zurückholt. Und, hat es geklappt? Naja, das ist ja genau das Problem. Als der Doktor am Trank geschnuppert hat, tauchten überall Herzlose auf. Klingt nach einem gescheiterten Experiment. Nein, ich mache keine Fehler. Ich muss mir den Trank nochmal ansehen, um herauszufinden, was falsch gelaufen ist. Aber leider ist er weg. Entschuldigung, musste gerade gehen. Vielleicht hat ihn jemand geklaut. Das war sicher Sally. Jack, du musst sie finden, um ihr meine Trank wiederbringen. Ich kümmere mich darum. Kann ich mitkommen? Wozu? Ich möchte mehr über diese wahre Erinnerungen erfahren, von denen der Doktor sprach. Hervorragend, machen wir uns auf die Suche nach Sally. Schlüssel der Vorsehung gefunden. Give me irgendwas Interessantes. Nein. Gut, ich würde sagen, let's make story go away. Go away. Ah, unten. Hab's gesehen? Haptisch gesehen. Und hier geht's weiter. Wir brauchen eine rote Karte. Haben wir hier noch was doppelt? Die haben wir doppelt und eine Karte, die kleiner als 5 ist. Haben wir die 1. Und dann Schlüssel der Vorsehung. Let's go! Da bist du ja, Sally. Ich habe mir schon gedacht, dass du hier bist. Wer sind deine Freunde? Sie interessieren sich für wahre Erinnerungen. Du hast den Trank, oder? Ja. Gibst du ihn uns wieder? Wenn du darauf bestehst. Aber ich habe Angst. Der Doktor hat nun daran gerochen. Schon sind die Herzlosen aufgetaucht. Was passiert, wenn jemand davon trinkt? Soll das ein Witz sein? Was könnte spannender sein? Ich mache mir Sorgen, Jack. Gibt es nicht eine andere Lösung? Irgendeine Idee, Jack? Mir fällt nichts ein. Mir schon, her damit. Oh nein, der Trank. Oogie Boogie. Oogie, du schon wieder. Jack, wo bleiben deine Manieren? Ich helfe euch nur damit, den Trank sinnvoll zu nutzen. Ihr seid mir sicher dankbar dafür. Bereits nach einem Schnüffeln tauchten die Herzlosen auf. Was wohl passiert, wenn ich alles auf Ex trinke? Das wäre schaurig. Armer Jack, gegen Oogie hast du keine Chance. Halloween Town wird Schmerz und Verzweiflung jenseits aller Albträume erleben. Schmerz und Verzweiflung? Oogie, du Monster! Los, Jack, wir müssen ihm nach. Und Sally steht da ganz allein und verloren. Schlüssel zur Wahrheit erhalten. Yay! Jetzt müssen wir eins hoch und eins nach links. Und dann weiter nach oben. Gut. Na, links war das unten oder das war oben. Ein Schlüsselschwert, dessen Namen ich gerade nicht aussprechen kann. Her damit. Komm. Nichts, gar nichts. Nicht so dumm zu springen. Nichts. Nichts. Mann, ihr verarscht mich doch. Ich will nochmal so einen Raum der starken Initiative. Gott sei Dank haben wir noch eine 8. Die ist ja noch. Und dann können wir damit auch rein. Dum, 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 dum.
Tot. Tot, 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 tot. Tot. Gib mir die Erfahrungspunkte. Ich will nicht fliehen, ich will nur die Erfahrungspunkte. Du kriegst deinen Schlag schon gegen Skinnick. Stufe 4. Ha, tre. Gotcha. Natürlich treffe ich nichts außer den einen. Ey, lass du mich hier vorbei. Ich will doch nur euch allen eins auf Maul kloppen. Gotcha. Daneben. Ha, hu. Da sind noch zwei. Oh, Gott sei Dank getroffen. Ich bin voll reingerannt in den einen. Mal gucken, ob ich eins treffe, ich beide. Und den hinter mir habe ich auch noch getroffen. Besser kann es doch gar nicht laufen. Ich komm noch ein Stück näher. Tot. Und euch beide getroffen und euch beide noch besiegt. Mann, das geht so schön. Und ein friedlicher Schatz wieder. Gibt es dann wieder Truen Action? Treffer. Wow, das hat mich echt gewundert, dass ich den noch getroffen habe. Touch ya. Gibt's doch nicht auch so ein Handy? Nein, das heißt Gatsch. Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwie ein Handy, das heißt auch so ähnlich. Nur noch 300, dann habe ich wieder das nächste Level ab, ey. Wir noch ein Level abkriegen hier. Auf jeden Fall, weil dann auch noch der Bosskampf kommt. Gegen wen der wohl sein wird. Besten gegen Jack Skellington. Stirbt. Leider wird der eine überleben. Obwohl keiner überlebt. Wundert mich. Komm her. Noch 162. Ein Kampf kommt noch. Genau, das müsste jetzt der letzte sein. Und dafür 5 Pflanzen. Die super schnell erledigt sind. Dafür sogar noch relativ gute Erfahrungspunkte geben. Free! Ah, oh, ich hab's schon wieder gehofft. Mann. 2099. 200 und 600. Dafür fast keine Kombos. Machen wir mit Raum mal wieder sauber. Ja. Was ist das für eine blöde Aufteilung vom Raum, ey? Ganz jetzt so kleine Stufen. Hey, meins, mein Äther. Aether. Ist da noch irgendwas, was ich... Komm her. Lebenspunkte. So zum Erleben und so. Keine Ahnung, wie ich davon diese Karte aus dem rausbekommen habe. Bin hier irgendwie hingelaufen und dann... Egal. Neun oder höher. Kommt da noch ein Raum? Nee. Dann würde ich allerdings gerne hier den Mogli-Shop aufmachen. So. Jetzt gucke ich mal, was habe ich noch für Raumkarten? Ich habe eine 4 und 5. Dann gucken wir noch mal, welchen Raum kann man mit einer 4 aufmachen? Gut, dann gehen wir zurück und holen uns erst noch mal die Schatzkisten. Damit wir die aufhaben. Ja, komm, geht durch, Junge. Ich habe fast keine Mogli-Punkte. Der Mogli-Shop hat sich ja fast gar nicht gelohnt, weil ich keine Mogli-Punkte habe. Das ist so unfair. Ja, mit 400 Mogli-Punkten kann ich mir 2 Magie-Packs kaufen, dann habe ich schon keine Punkte mehr. 2 Magie-Packs. Noch ein Schlüssel. Kommst du her? Danke.
Und ja, ich weiß noch nicht, was ich gegen Oogie Boogie benutzen werde. So, das müsste jetzt hier sein, stimmt's? Ja. Wir machen den Kisten noch auf und dann bende ich den Part. Eine Eismagie. Okay. Ja, kann man mal benutzen. Habe ich eigentlich hier? Ja, hier kann ich den hier schlagen. Oh ja, Mogel die Punkte. Ha, gut sei Dank. Gut sei Dank habe ich den geschlagen. Gut sei Dank habe ich den geschlagen. Ja, man, sprechen sollte man können. Ah, man, die können es trotzdem nicht. Ich auch nicht. Mogli-Punkte? Nee. Ein Simba. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe bis jetzt jeden Simba verkauft. Ah. Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Ah. Gibst du mir auch was? Ja, du gibst mir auch was. Gut. Und noch eine Potion, gut. Und dann lasst uns zurückgehen. Ja, ja, geht's lang, glaube ich. Ja, doch, da geht's lang. Oh ja, ganz viele. Ganz, ganz, gib her. Gif, 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 gif. Give it. Give it to me, danke. Ja, na. Komm schon, Mogli, Punkte. Und ich erwisch nur 3. Oh, ich habe alle gekriegt, Gott sei Dank. Nein, ich bin nicht süchtig nach den Mogli-Punkten, ich will sie nur alle haben. Verdammt. Chuchubi. Ich kann das nicht aussprechen. Kirby-Schwert. Genau, Kirby-Schwert. Ja, Leute. Ich würde sagen, so wie immer, ich werde mich hier mit Mogli beschäftigen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder im Kampf gegen Oogie Boogie. Ja. Bis dahin. Bye.